Herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit uns dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, denn ich habe euch heute was Schönes zu zeigen. Ihr habt es vielleicht schon gelesen, das Thumbnail. Ja, ich darf euch ein tolles neues Bild vorstellen von Karat Art. Und zwar aus der Kollektion Once Upon a Time. Übersetzt, es war einmal. Genau, es ist ein märchenhaftes Bild. Wir schauen uns schon mal den Karton hier an. Wir haben hier den Slogan von Karat Art, Let the Pleasure Begin, Piece by Piece, Just You and Your Masterpiece. Und hier haben wir nochmal das Logo. Hier drauf haben wir an der Seite stehen, was alles im Karton enthalten ist. Nicht was enthalten ist, wie das Bild gepaintet wird. Auf Deutsch und auf Englisch, also die Anleitung. Und hier haben wir, was im Karton enthalten ist, beziehungsweise bei unserer Künstlerkollektion ist es so, dass das Toolkit nicht mit drin ist. Das kann man sich extra separat dazu bestellen. Viele von uns, die schon ein oder zwei Bilder haben, oder auch mehr, die haben ja sicherlich schon Toolkits und die brauchen das nicht unbedingt. Finde ich eine tolle Sache, aber wer es gern haben möchte, kann sie es auch natürlich damit dazu bestellen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, einmal der Karton. Sehr schön. Ich mag ja das Design von denen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal den Karton auf. Vorher zeige ich euch noch, um was es sich handelt. Und zwar ist das Little Snow White. Also es geht hier um die Geschichte Schneewittchen. Und wir schauen uns mal ganz genau an, was sich darin verbirgt und wie es aussieht, unser Bild. Ja, Karat Art bringt ja immer wieder neue Künstlerkollektionen raus, wie ihr ja jetzt schon ein paar Mal bei mir auf dem Kanal gesehen habt. Wer ganz neu eingeschaltet hat, ich habe eine Playlist erstellt, die kann ich euch gerne mal unter dem i verlinken. Oder auch in der Playlist seht ihr das. Eine Liste von Karat Art. Das sind alle Bilder, die ich schon von Karat Art habe oder gekauft habe. Die könnt ihr dort sehen. Und also es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen. Da zeige ich die unterschiedlichsten Bilder. So. Jetzt. So, dann machen wir mal das gute Stück auf. Ich finde es super, dass hier so ein Sticker drauf ist. So kann man sich den Karton halt auch weglegen und sieht gleich von außen, weil die Kartons sehen ja von außen alle gleich aus, aber sieht dann halt natürlich gleich, was sich da drin befindet. Wenn man dann jetzt schon ein paar mehr Bilder hat, so wie ich, dann kann man sich gezielt das Richtige rausfischen unter seinem Berg von deinen Painting-Bildern. So, ich mache gerade den Karton auf, also nicht wundern. Und hier drin versteckt sich das Bild. Ich hol's mal raus. Tada! Ja, auch hier haben wir nochmal eine Schutzfolie drum, damit auch nichts passiert. Ich muss jetzt gerade mal kurz schauen, ob noch was drin ist. Nein. Und zwar. Da kommt schon was entgegen. So. Machen wir vielleicht gerade kurz aus. Hier haben wir die Steinchen. Eine Riesenschlange. Und zwar, was aber auf jeden Fall noch mit dabei ist bei dem Bild, ist hier ein ganz, ganz tolles Washi-Tape. Damit kann man sich super hier die Folie einteilen. Wer quasi hier sich das einschneiden möchte und dann damit reißt das die Folie nicht ein, kann man sich das mit Washi-Tape abkleben und dann kann man super gut einschneiden und man zieht sich keine blöden Fäden, weil sowas ist nervend. Und dann gibt es hier nochmal ein kleines Herzchen mit ihrem blauen Wachs, so einem Döschen. Und beim letzten Video habe ich doch gedacht, es ist was abgestürzt und das war dieses Herz. Wir haben hier drei Herzen drin, also mehr als genug zum Painten. Und total toll. Also richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig gut.
Ja, auch super mit dem Herzdöschen, ne? Also, das ist auf jeden Fall auch mit dabei, egal ob dir das Toolkit bestellt oder nicht. So, dann machen wir das mal auf die Seite. Dann rollen wir mal das Bild auf. Ich zeige es euch gleich noch im richtigen. Hier haben wir einen Stickerbogen noch mit dabei. Das ist ganz, ganz toll. Und zwar ist das Bild hier von der Künstlerin Maud Lamoine. Heißt sie, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig aufgesprochen. Ich habe es mir extra nochmal auf Google aussprechen lassen. Habe ja nie Französisch gehabt, aber ansonsten Entschuldigung, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Und das Bild heißt Little Snow White. Ja, wir haben sage und schreibe 75 Farben. Meine Güte, so viel. Denkt man gar nicht erst, ne, wenn man hier so dieses Bild sieht. Aber schön. Ich finde das eine schöne Kombo mit diesem Gelb. Ich mag das total mit diesem Gelb und diesem Blau. Ich mag diese Kombo total gerne, Gelb und Blau. Und hier das kleine Rehkitz, das hinten reinschaut, ne? Jeder kennt ja, glaube ich, die Geschichte von Schneewittchen, also Snow White. In dem Fall ist es Little Snow White, also das Kind Schneewittchen. Ich habe hier eine Größe von 50 mal 70, auch eine schöne Größe. Und hier steht auch dann nochmal die Artikelnummer, die sich auch auf dem Bild befindet und auch auf den Steinchen. So könnt ihr alles getrennt voneinander lagern. Und das hier, wie gesagt, ist ein Stickerbogen. Das finde ich ganz toll. Karat Art hat ja diese Sticker hier. Flupp. Da könnt ihr euch die super auf eure Döschen drauf machen, wenn ihr das abkittet oder auf eure Beutelchen draufkleben. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich schneide mir immer noch die Zahlen ab, weil ich die nicht brauche. Und dann sind auch die Sticker ein bisschen kleiner und passen besser auf die Flaschen drauf. Aber wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel die auf die Beutel klebt, braucht das ja nicht zuschneiden. Oder manche brauchen vielleicht die DMC-Nummern nicht, machen sich nur die Nummern, schneiden sich die DMC-Nummern weg, weil die befinden sich ja auch auf der Leinwand. Und dann könnt ihr euch das auch ein bisschen kürzen. Aber super, dass man da halt nicht mehr lang rumschneiden muss. Und das hier könnt ihr auch super in euer Logbuch einkleben. Na, ich zeige euch mal, wie sowas aussehen kann, wer sowas vielleicht noch nicht hat. Ich finde sowas eine ganz tolle Sache. Und zwar hier. Ihr könntet jetzt, ich habe jetzt ein A5, ne? Wenn ihr aber vielleicht ein A4 habt, dann könnt ihr oben das hinkleben, unten drunter was schreiben. Oder ihr habt auch so ein A5. Und könnt auf einer Seite das Bild draufkleben und auf die andere Seite eure Sachen draufschreiben. Ne? Eckdaten, zum Beispiel, wo ihr das gekauft habt, was es gekostet hat, wie viel Farben, wie die Qualität war, euer Resümee und so weiter. Ne? Und da habt ihr schon den Sticker, braucht ihr nur zuschneiden und einkleben. Ganz tolle Sache, finde ich das mit den Stickern. Das macht für mich schon so ein bisschen auch Premium-Kit aus, ne? Wenn man so Sticker schon mit dabei hat, als nur eine Papierlegende. Oder gar keine. Manchmal hat man auch gar keine dabei. Wir haben hier wieder eine Leinwand mit abgestepptem Wellenrand. Und die ist hinten flauschig, weich. Richtig schön weich und kuschelig. Das mag ich total. Und das ist auch eine Leinwand, die sich ganz schnell glatt legt. Das heißt, ihr braucht da nicht lang warten. Ihr könnt eigentlich rein theoretisch direkt anfangen zu painten. Ja, hier oben haben wir nochmal den Slogan, ne? Und Karat Art. Das Logo hier auf der rechten und auf der linken Seite befindet sich eine lange Legende mit 75 Farben. Ich finde, es kommt schön raus, das Gesicht, oder? Findet ihr nicht auch? Die Schattierungen sind schön gewählt. Oh, ich bin schon gespannt. Vor allem, wo die AB-Steinchen sich befinden. Genau, und hier unten haben wir dann nochmal ein Vorschaubild. Natürlich, wie das Bild heißt. Und dass es eine lizenzierte Artwork ist. Das heißt, dass die Künstlerin dafür was bekommt für jedes verkauftes Bild. Ne? Für ihre Lizenz. Und hier habt ihr dann auch nochmal einen Gutschein. Das heißt, ihr bespart bei jeder weiteren Bestellung, die ihr bei Karat Art tätigt, nochmal 10%. Also das ist schon eine ganz tolle Sache, finde ich. Dass ihr wisst, also egal wann ich da einkaufe, wenn ich einmal bei Karat Art bestellt habe,
spare ich auf jeden Fall beim jedes weitere Mal 10%. Und wenn ihr noch nicht bei Karat Art bestellt habt, könnt ihr auch meinen Gutscheincode benutzen. Ich habe den sicherlich hier oben eingeblendet. Das ist Heidi10, damit spart ihr auch 10%. Also spart ihr immer 10%. Mindestens 10%, wenn nicht Karat Art auch mal höhere Prozent Gutscheine anbietet. Ne? Es gibt ja immer mal wieder Aktionen. Und ja, wir haben bei dem Bild, schauen wir mal, beziehungsweise ich lege es mal so hin, ne? Wir schauen es uns hier auf der Dings an, es ist einfacher. Wir haben jede Menge AB-Farben. Wir zählen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach so, ist jetzt gar nicht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 AB-Farben. Das ist der Wahnsinn, oder? Auf 50 mal 70 neuen AB-Farben. Oh, das ist toll. Und für alle, die es noch nicht wissen, was AB heißt Aurora Borealis. Das sind Steinchen mit einer besonderen Beschichtung. Das zeige ich euch dann noch gleich, wenn wir uns die Steinchen anschauen. Ja, also super cutes Bild. Ich finde es wirklich richtig süß. Und wir haben hier halt, was ich auch schön finde bei Karat Art, wir haben einen Mix aus Konfetti, aber auch Color Blocking. Das heißt, es ist eigentlich für jeden ein bisschen was mit dabei. Wir haben hier zum Beispiel in der Rose mehr Farbwechsel. Hier haben wir wieder viel Color Blocking. Color Blocking bedeutet viel, wenig Farbe auf einer Fläche und Konfetti natürlich viel Farbe auf einer Fläche. Genau. So, oh, schön, wie die Blätter hier rauskommen. Es gefällt mir so mit dem Blau und dem Gelb. Super schön. Und wenn ich den Namen Snow White lese, dann muss ich auch immer an den Film Snow White and the Huntsman denken. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Wenn nicht, schaut ihn euch an. Der ist wirklich toll. Toll gemacht. Ja. Also, dann ja, doch, wir schauen uns mal die Steinchen an. Kannst du mal das Bild eigentlich liegen lassen? Hier haben wir, wie ich gesagt, hier auch nochmal die Artikelnummer drauf, wie ich euch gesagt habe. Und was ganz, ganz toll ist, ich weiß, ich habe es schon jedes Mal gesagt, aber für die, wo jetzt vielleicht erst einschalten, Karatart nummeriert es durch. Das heißt, die Beutel sind sortiert, ihr müsst dann nichts mehr sortieren, die sind super sortiert. Von 1, wenn ihr euch das umkittet auf eine andere, auf einen Koffer oder so, dann habt ihr schon von 1 anfangend bis 75 hier unten. Seht ihr unten, hier unten, es müsste 75 sein, drehen wir mal um. 67, ups. Aber wahrscheinlich liegen die, ja, die ABs liegen ganz oben drauf, sind aber eigentlich auch die letzten. Ah ja, das sind nur zwei. Da ist nur ein Tütchen unten drunter gerutscht. Weil hier kommt direkt 75. Seht ihr das hier? Ja. Aber das finde ich halt toll, ne? Man hat es gleich sortiert und kann halt schön seinen Koffer vorsortieren. Aber wenn wir jetzt hier schon bei den AB-Farben sind, dann können wir uns das mal anschauen. Einmal haben wir hier die 602. Roseton und seht ihr diese besondere Beschichtung? Das ist die Aurora Borealis Beschichtung, auch Polarlicht genannt, weil bei manchen Farben, wie zum Beispiel hier bei dem Blau, sieht man es vielleicht ein bisschen eher mehr. Das geht so ein bisschen in dieses Polarlicht schimmernde, ne? Und manche haben mehr so ihren Grundton, also der Steinchenton, so wie bei dem Gelb jetzt. Oh, toll, ich finde ja. Gelb in AB, total schön. Gefällt mir richtig gelb. Hier mal ein bisschen weiß. Auch immer schön. Vor allem, wenn man Schnee macht, also so Schneelandschaften. 575, ja. Einer meiner Lieblingsfarben. Einer meiner Lieblings-DMC-Farben, ja. 666, ein schönes Rot. Auch schöne Farbe hier. Das ist. 996.
Super schön. Und hier sieht man es ganz stark, ne? Das ist die 550 bestimmt. Ne, 938. Ach, das ist schon braun. Gott, ich habe gedacht, das ist schon lila. Ist schon braun. Das ist, wenn man durch die Kamera guckt und nicht direkt auf die Steine guckt, durch die Kamera. Und zwar, da seht ihr es ganz stark. Da sieht man total dieses, ne, diese Polarlichtfarben. Ja, super, super schön. Und wir haben hier Harzsteine, keine Acrylsteine. Bei den Künstlerbildern sind immer Harzsteine mit dabei. Super, super tolle Qualität. Ja, also wirklich, wirklich toll. Wir können vielleicht mal ein paar Steine in ein Schiffchen reinmachen, dass ich euch das vielleicht noch mal besser zeigen kann. Jetzt muss ich mir nur mal so ein Schiffchen hier. Ah ja, ich habe hier eins. So, hier habe ich ein Schiffchen. Huch. Machen wir mal Mint in Mint. He? Das ist auch super. 575. Machen wir mal einen Schwung rein. Ich hoffe, ich habe jetzt zu viel reingemacht. Seht ihr, wie schön die sich legen? Ah, das ist halt wieder Harz. Und auch, wie gleichmäßig die sind. Und schön Glanz, hier einen schönen Abschliff. Ich habe mal ein Video gemacht über AB-Steine, wie man AB von Acryl unterscheidet, welche Merkmale es gibt. Das kann ich euch auch gerne mal hier unter dem i verlinken. Ansonsten in der Playlist Tipps und Tricks, da findet ihr das Video. Mega. Ich liebe einfach AB-Steinchen. Ich mag das, wenn die Steine sich aneinander reiben, wenn man sie einklickt. Dieses Geräusch, wenn die sitzen wie so Einzeller und keine Lücken sind. Ich weiß, manche von euch sagen lieber mehr Platz, aber ich mag lieber, wenn es richtig schön, wenn die richtig schön aneinander sitzen. Ich mag überhaupt, ich weiß nicht, ich bin total überhaupt nicht mehr Fan, wenn es Lücken hat. Ich mag das überhaupt nicht. Ja, wir können uns auch eine andere Farbe anschauen. Vielleicht machen wir auch mal ein paar AB-Steinchen. Wollt ihr ein paar sehen? Ha? Oh, machen wir mal das Gelb, oder? Das ist doch so schön. Das Gelb. Und ich finde auch, das ist so schön, wenn man dann so ein Stück gepainted hat und man sieht dann so die AB-Steinchen auf dem Bild liegen und dadurch glitzert es ja nochmal mehr, ne? Und Harzsteinchen glitzern an sich ja sowieso stärker als Acrylsteinchen. Kann mir sagen, was er will, aber ich finde, Harzsteine funkeln doch noch ein Ticken mehr als Acryl. Es gibt auch sehr gute Acrylsteine, kann man gar nichts sagen. Also mittlerweile sind die Acrylsteine wirklich auch sehr, sehr gut von der Qualität. Aber es gibt doch noch einen Unterschied zu Harz. Seht ihr diese schöne Beschichtung? Oh, wie das funkelt. Und wenn das dann hier auf den Blättern und in dem Gelb natürlich vertreten ist, dann ist das natürlich eine ganz tolle Sache, ne? Dann kommt es richtig, richtig schön raus. Oh. Ja, super schön. Ich freue mich. Noch ein schönes weiteres Bild, was ich habe von Karat. Also ich muss auch sagen, ich bin echt so richtig Fangirl geworden von Karat Art. Also die Qualität stimmt einfach. Also ich bin echt, echt begeistert. Und die Firma sitzt in Deutschland. Man hat seine Bestellung schnell, insofern natürlich die Bilder auf Lager sind. Das ist ja selbstverständlich. Und ja, also die bemühen sich wirklich. Und wie gesagt, sie bringen auch wirklich viele neue Bilder raus. Ihr habt ja gesehen, was ich euch in letzter Zeit alles präsentiert habe. Lauter neue Künstlerkollektionen. Die sind wirklich auf der Suche nach tollen Künstlern. Und ja, also kann ich euch nur empfehlen. Ich würde sagen, wir können ja mal ein bisschen gucken, ob wir das finden. Bei mir ist es jetzt allerdings schon ein bisschen dunkel irgendwie.
Wir schauen mal, wo wir finden. Wir können ja mal kurz gucken, mal so grob. Also wir haben einmal das Viereck. Wir können uns allgemein mal den Druck anschauen. Den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Gell? Aber hier seht ihr das Viereck. Alles, was das Viereck ist, sind AB-Steine. Oh, das wird super aussehen in den Blättern. Kann ich mir das richtig schon vorstellen. Meine Güte, ich freue mich. Ich freue mich echt. Ha, toll. Und dann können wir mal noch gucken, wo es noch LP-Steinchen hat. Das E. Dann haben wir den Strich, das Braun und das... Ah, beim Braun, da wird vielleicht im Geweih vielleicht ein bisschen, kann ich mir vorstellen, oder? Jetzt haben wir das Braun, haben wir so ein griechisches Zeichen. Ich hätte jetzt echt gedacht, wir haben im Reh ein bisschen von den AB-Steinchen. Oder sehe ich es jetzt einfach nur nicht? Aber wo haben wir denn sonst noch Braun? Mal, lasst mich mal kurz gucken. Vor meiner Nase. Dass ich es finde. Ah, nee, das ist kein Braun, das ist eher so ein Rot. Das ist die 938. Das haben wir uns ja vorher angeschaut. Das ist hier in den Haaren. Seht ihr das hier? Das ist wirklich, ich weiß nicht, wie das glauben. Omega, ist das Omega-Zeichen? Hier bei der 4. Aber der Druck ist wieder super. Und ihr seht, wir haben hier ein weißes Kästchen. Also weiße Kästchen. Das heißt, hier sieht man die Kästchenlinie natürlich nicht so gut, aber hier umso besser im Dunkeln. Und dann haben wir vom E. Ah ja, hier haben wir auf jeden Fall hier dieses radioaktive Zeichen. Das sind alles AB-Steinchen hier an der Bluse vom Schneewittchen. Ja, toll. Ach Mensch, und natürlich in den Rosen haben wir auch. In den Rosen haben wir natürlich auch die 666. Mega, mega schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Total. Ich mag das einfach, wenn man halt eine tolle Qualität hat und weiß, das wird Spaß machen beim Painten. Ne? Ja, ihr Lieben. Painting-Probe mache ich in dem Fall jetzt nicht. Ich habe ja einige Painting-Proben schon gemacht. Wie gesagt, schaut einfach in die Playlist von Karat Art rein. Da habe ich Painting-Proben gemacht, sowohl rund als auch eckig. Könnt ihr euch gerne beide anschauen. Also ihr könnt da auch wählen zwischen rund und eckig. Und ja, wie gesagt, 10% könnt ihr auf jeden Fall sparen. Egal, ob ihr schon mal bestellt habt oder nicht. Damit unterstützt ihr mich auch ein bisschen. Also wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen wollt, ihr müsst deswegen nicht mehr bezahlen, könnt ihr gerne meinen Gutscheincode benutzen. Und an Karat Art nochmal vielen, vielen Dank, dass ich dieses tolle Bild euch, also meinen Zuschauern, vorstellen durfte. Und es macht immer wieder Spaß, eure Produkte zu zeigen. In diesem Sinne... Ich wünsche euch heute noch einen schönen restlichen Sonntag, falls ihr das Video am Upload-Tag anschaut. Ansonsten bleibt gesund und seid gerne wieder herzlich eingeladen dazu, beim nächsten Video wieder reinzuschalten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.